Ich habe eine kleine Auszeit genommen. Ich bin so ein Better Call Saul-Süchtling und habe die letzte Folge der letzten Staffel geguckt. Tolles Prequel übrigens auf Breaking Bad, aber darum geht's ja jetzt gar nicht. Es geht um ihn ja, den Mann mit der Maske. Stormtrooper, Teil 2. Tag vom Dach, gleich nach dem Jingle. Im letzten Video habe ich gesagt, ich sprühe jetzt mit Scharf, um hier die Außenkanten abzuschärfen. Das tue ich jetzt auch. Was habe ich nicht getan? Richtig, meine Pistole sauber gemacht. Aber sie ist nur durchgängig. Ich verdünne auch hier das Schwarz wieder, allerdings nicht so extrem hoch wie das Weiß, weil Weiß ist einfach unheimlich dick von den Pigmenten her. Das ist sehr, sehr zäh, sehr, sehr dickflüssig. Und Schwarz ist generell schon von der Pigmentierung her dünner und flacher. Und dadurch lässt sich die Farbe auch wesentlich besser beim Spritzbild kontrollieren, also für mich. Und demnach bleibe ich jetzt fast bei, weiß ich nicht, ich verdünne es vielleicht auf 80%, also 8 Teile Schwarz, 2 Teile Wasser. Bei 10 Tropfen hast du davon 8 Teile Schwarz. Genau. Und jetzt korrigiere ich einfach mal so ein bisschen hier die Kanten. Ich zoome es mal ein bisschen ran. Und ganz, ganz wichtig bei so einer Nummer ist einfach immer, dass ihr immer ein bisschen zurückgeht vom Bild, euch einen Gesamteindruck verschafft, um einfach zu gucken, ob wir jetzt wirklich irgendwie in den Tonwerten vernünftig liegen. In solchen Bereichen, wenn die Abstände zwischen zwei weißen Flächen sehr, sehr dünn sind, also sehr, sehr schmal sind, die müssen trotzdem schwarzer durch, da könnt ihr einen Stift nehmen, wenn man sich unsicher ist. Oder es funktioniert auch mit der Pistole, einfach näher ans Bild, ein bisschen mehr Wupp dahinter gehen und einfach durchziehen. Rein, raus, wie beim ersten Sex. Und jetzt gehe ich auch wieder ein bisschen weiter weg mit der Pistole, um einfach mehr Fläche zu erreichen. Und immer wenn ich näher rangehe, dann versuche ich eine harte Kante zu erzeugen und damit auch das Schulterblatt einfach optisch wesentlich mehr abzugrenzen von dem ganzen anderen Kappes hier. Ich möchte die Kante jetzt ein bisschen betonen, ein bisschen mehr Schärfe reinbringen, dafür nehme ich mir hier so einen abgeschnittenen Zettel. Da ist er. Und jetzt suche ich mal einfach hier aus meiner Rundung, die ich geschnitten habe, das Stückchen raus, was ein bisschen hier zu der Form des Schulterblattes passt. Es gibt Leute, die machen komplette Teilbereiche fertig, finde ich total gut. Die arbeiten wirklich alles bis ins Detail aus und ich gehe das Gesamtobjekt an und sprühe mal hier und sprühe mal da und sprühe mal hier und sprühe mal dort. Bei mir ist alles sehr, sehr schwammig am Anfang, ein bisschen wie mein Bauch. Unscharf einfach. Heben wir die Kante ein bisschen hier vom Untergrund ab und dadurch wird die gesprühte Kante nicht ganz so scharf. So, mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Insgesamt bin ich ein Stückchen weitergekommen. Man kann aber hier schön sehen, dass die Tonwerte hier in dem Bereich überhaupt noch nicht mit denen harmonieren. Die sind alle noch irgendwie kurz davor. Wenn wir hier schon im Zieleinlauf sind, sind wir hier noch irgendwie auf 70% der Strecke.